Hallo und ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus. Ich begrüße euch zum Euro Truck Simulator 2. Oh je, was sehen wir hier? Heute natürlich ein Bus und da gibt es die ersten News von den Euro Coach Simulator. Ja, um was geht's da? Und zwar hat der Lux Gamer HD mir mal einen Link rübergeschickt. Da gibt es nämlich neue Informationen, dass das Entwicklerteam SCS daran arbeitet oder es plant, vielleicht Busse in den Euro Truck Simulator 2 zu bringen. Als Standalone war als erstes die Idee, aber nun ist man davon ab und möchte vielleicht ja dieses Spiel, den Euro Truck Simulator 2, mit dem DLC als Projektname Euro Coach Simulator rauszubringen. Wird wahrscheinlich dann in die Art so Bus Simulator DLC heißen etc. Aber wir werden jetzt einfach mal diesen Bus mal eine Runde fahren. Ich habe mir natürlich mal einen Mod runtergeladen, um das alles mal ein bisschen ja authentischer rüberzubringen. Das ist natürlich ein Mercedes-Bus und ja, muss man aufpassen, wenn man da ein bisschen rumbastelt, dass das Spiel nicht abstürzt. Deswegen werde ich das auch danach wieder alles deaktivieren. Außer ihr wollt mal, dass der Maximus mit dem Bus hier rumfährt, ne? Dann möchte ich aber wirklich ganz, ganz viele Nachrichten von euch haben. Ja, Hashtag Bus und das möchte ich denn auf jeden Fall. Da gibt es nämlich auch schon Mods, wo man ja Touren machen kann. Ne? Also das wäre dann auf jeden Fall so eine Bustour hier durch Skandinavien. Gut, ja, um was geht es denn eigentlich da genau? Sie haben natürlich mitbekommen, dass das DLC, Skandinavien-DLC, gut angekommen ist. Und die wollen auf jeden Fall das Spiel weiter nach vorne bringen. Und das bedeutet, dass man erst überlegt hat, eine direkte Standalone-Version rauszubringen. Aber doch davon eher so ein bisschen abgewandert sind und eher auf den gegebenen Karten, die man hier hat, weil Europa ist natürlich jetzt alles schon gegeben und sieht auch toll aus, ein DLC rauszubringen. Wie teuer? Ja, ich denke mal, es wird auch so wieder um die 14, 15 Euro kosten, wenn es rauskommt, weil die Arbeiten sind, so wie ich gehört habe, noch gar nicht so richtig gestartet, weil die Ressourcen immer noch gebündelt sind beim Euro Truck Simulator 2 und den bald kommenden, hoffe ich doch, amerikanischen Truck Simulator. Und da ist es doch eher ja die Überlegung, auf das gegebene Spiel, und zwar das hier, den ja, Euro Truck Simulator 2 auf die Maps, hier die Busse denn einzufügen, wenn es dann wirklich soweit ist. Ich denke mal, die warten dann auf Feedback von der Community und deswegen würde ich mir auch wünschen von eurer Seite her, dass ihr dieses Video doch teilt und ja, weiter verbreitet, um, wenn das hier die Entwickler sehen, es ist eben Interesse da an diesem Spiel. Wir fahren mal ein bisschen nach Stockholm, da waren wir noch gar nicht. Und das wäre auf jeden Fall richtig interessant. Ihr fahrt dann nicht ganz normal die Frachten, sondern habt dann die Touren, die ihr einhalten müsst. Ja, das ist halt von der Zeit her soll es so sein, dass ihr wirklich die Touren, irgendwelche Sehenswürdigkeiten etc. abfahren müsst. Und Passagiere, da hängt es natürlich auch darauf an, oder wie ihr denn fahrt, ne? Kann ich mir gut vorstellen. Und ja, ihr könnt ja gerne mal in den Kommentaren reinschreiben, was ihr davon haltet. Also ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, nicht nur mit LKWs hier rumzufahren, sondern auch mit Bussen. Das ist doch, ja, wenn ich das hier so ansehe, richtig nice, ne? Hier sitzen dann Passagiere, ihr fahrt dann wirklich nicht nur irgendwelche, ja, toten Gegenstände, vielleicht auch mal ein paar Kühe, aber da habt ihr ja auch nicht so viel davon, durch die Gegend. Also das wäre auf jeden Fall richtig awesome. Ja, ich mache wirklich mal jetzt mehr von außen, weil der Bus sieht wirklich hübsch aus. Ja, gerade wo sie jetzt, oh, gerade wo sie jetzt die Lizenzen haben. Mercedes hat gewonnen gegen BMW. Naja, gut. Sollte jetzt nicht so rauskommen. Aber das ist auf jeden Fall eine schöne News um das Spiel. Das ist halt die Prämisse des Entwicklerteams, den Euro Truck Simulator 2 weiter am Laufen zu halten. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass es wahrscheinlich die nächsten Jahre auch keine Erweiterung gibt diesbezüglich des Euro Truck Simulator 3. Ja, das ist natürlich dann irgendwo klar, weil wo sollen sie denn noch überall ihre Finger reinstecken? Wie gesagt, das ist ein kleines Entwicklerteam und das Spiel, wenn es bei Steam gibt, ist halt sehr, sehr günstig, manchmal 2, 3 Euro und ich sage immer wieder, es lohnt sich. Ja, es macht wirklich viel, viel Spaß, das zu spielen. Und ja, also von meiner Seite her würde ich mich auf jeden Fall freuen,
mit einem Bus hier rumzufahren. Und ja, ist halt immer jetzt ein Problem, ne? Ist es denn noch ein, ja, Euro-Truck-Simulator oder ein Euro-Bus-Simulator? Ne? Es ist dann halt bisschen, ja, zwiespältig. Aber trotzdem, ich habe damit kein Problem, hier auch mit ein paar Busse rumzudödeln. Fahren wir jetzt einfach nochmal ein bisschen durch Stockholm, um einfach auch mal zu sehen, ja. Das Fahrverhalten ist auf jeden Fall ein bisschen anders. Wir müssen anders einlenken. Ja. Ihr seht schon, was für einen riesen Wendekreis der auch hat, der Bus. Fahre ich jetzt eigentlich richtig? Aber sei es drum. Ich war noch nicht in Stockholm, also kann ich auch falsch fahren. Schön. Ach, herrlich. Bremsen wir mal. Und ab nach Stockholm. Da gibt es ja dann hier auch Volvo, ne? Das werden wir wahrscheinlich hier gar nicht so richtig sehen. Ich mach mal die Karte an, wo ich hier eigentlich lang fahre. Oh. Oh, hier muss ich wirklich, wirklich aufpassen. Oh. Ja, wenn man jetzt hier sieht, dass man dann hier so eine kleine Haltestellen hat und dann vielleicht irgendwas abfährt. Also auf jeden Fall könnte ich mir das verdammt gut vorstellen. Und hier geht es auch wieder drauf auf die Autobahn. Naja, es war so ein kleines Intermezzo. Ja, ich halte einfach mal den Bus an. Das sollte nur eine kleine News sein zu den Euro Coach Simulator. Ja, so in der Art. Das ist erstmal der, ja, inoffizielle oder der offizielle Projektname. Ob es wirklich dazu kommt, ja, wert oder wird erstmal die Zeit zeigen. Aber wie gesagt, ne, teilt das Video einfach und schreibt ganz viel rein, ob ihr vielleicht auch daran Interesse hättet, mit dem Bus im Euro Truck Simulator rumzudödeln. Und ob ihr das auch mal sehen möchtet, dass der Maximus mal eine Tour mit dem Bus macht, um hier mal ein bisschen was anderes zu sehen, ne? Und ja, mit den Worten möchte ich mich eigentlich verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser News. Falls ihr noch ein bisschen mehr da habt, schreibt es einfach unten in die Kommentare und dann könnte ich ja, wie gesagt, noch ein extra Video machen. Und so wünsche ich mir, danke nochmal, LuxGamerHD, dass du mir diesen Link geschickt hast. Ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. So möchte ich das eigentlich, um ja noch ein paar News hier rauszubringen für euch, für alle anderen und für mich natürlich, um auf den Laufenden zu sein. Mit den Worten möchte sich der Maximus verabschieden. Haut rein, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.